Ja, guten Abend miteinander, oder guten Morgen oder guten Mittag, oder wenn wir auch immer da sind. Mein Seelenplan, muss ich das erleben? Warum ich? Was ist mein Weg? Muss ich jetzt meine Komfortzone verlassen? Oder was auch immer? Diese Fragen beantworte ich dir gerne beantworten. Mein Name ist Christian Frautschi, Professor des Lebens. Danke, dass du da bist. Was ist mein Seelenplan? Bevor du wieder auf die Welt kommst oder überhaupt auf die Welt kommst, bevor du inkarnierst, hast du deine Aufgabe für das Leben in diesem Leben da bereits gestellt und dein Plan für dein Leben steht. Jetzt aber kann es sein, dass du das Gegenteil lebst, dass du gar nicht weißt, was dein Plan ist. Was wollte ich denn da überhaupt? Für was bin ich da? Und ist das wirklich alles von mir bestimmt? Ja, es ist bestimmt. Auch wenn du im Leben deinen Seelenplan nach kannst anpassen oder ändern, sobald du die Erfahrung oder das erlebt hast, die Bestimmung erlebt hast, die du in deinem Leben hast willen machen. Ich mag mich an eine Szene erinnern, als ich noch im Mutterleib war. Ich wusste, welche Eltern ich mir aussuche. Ich bin natürlich vorher, und das geht auch jede Seele, bevor sie wieder auf die Welt kommt, geht sie suchen. Und schauen, zu wem will ich, welche Familie will ich, wo kann ich was in meiner Familie schlussendlich erleben, erfahren und lernen. So bin auch ich seinerzeit schauen, habe auf die Welt geschaut und habe mal geschaut, was in dieser Familie, die ich eigentlich für mich ausgesucht habe, so passiert und so läuft. Ich habe ein Bild noch heute vor mir, wie ich in dem Haus, wo wir waren, oben zum Fenster ausgeschaut habe und unten durch den Berner Sennenhund gesehen habe, der damals in der Familie war. Irgendwann später in meinem Leben habe ich der Mutter gesagt, ja, weisst, ich wollte eben dann auch mal so einen Berner Sennenhund, wie ihr einen gehabt. Oder wie wir hatten. Dann sagt die Mutter, das weißt du gar nicht. Du bist hier gar noch nicht auf der Welt gewesen, wo wir den Berner Sennenhund hatten. Aber ich war voll überzeugt und ich wusste, und ich habe das Bild heute noch vor mir, doch ich habe den Berner Sennenhund gesehen, weil ich bin vorher schauen, in was für eine Familie dass ich komme. Wir kommen auf die Welt zum Erfahren. Wir kommen auf die Welt zum Lernen. Und wie gesagt, für das suchen wir uns unsere Familien aus. Wir suchen uns unsere Geschwister aus, unsere Eltern, unseren Vater, unsere Mutter, die einfach auch ihre Geschichte haben. Und entweder wollen wir die Geschichte von unseren Vorfahren umkrempeln und kehren und drehen. Oder wir wollen so weiterleben. Wir haben Geschwister. Wenn ich anschaue, dass meine Geschwister einen grossen Teil von dem von meinen Eltern weitergelebt haben und heute noch weiterleben und
in vielen Sachen halt eben auch sich nicht zurechtfindet, weil es nicht mehr in der gleichen Zeit drin ist oder was auch immer, muss ich sagen, dass ich, seit ich auf der Welt bin, seit eh und eh mein Seelenplan gelebt habe, der für mich bestimmt war, wo ich mir zurückgelegt habe, wo ich leben wollte. Aus diesem Grund habe ich früher schon rebelliert. Ich habe immer gesagt, was ich gedacht habe. Ich war ein Freigeist. Ich habe immer meine eigenen Gedanken, meine eigenen Vorstellungen gehabt. Und auch wenn ich das erzählt habe, Kunden da habe und halt eins aufs Maul bekommen, weil dann so ein kleiner Bub das gar nicht wissen kann, ist mir das eigentlich scheißegal gewesen. Aber ich habe es gesagt, ich habe es so gehandelt und ich habe es so gemacht. Ich wollte halt, wie gesagt, das Leben von meinen Vorfahren wieder umkrempeln und halt vielleicht scheinbar vieles, was meine Eltern nicht machen konnten, gemacht und umgesetzt. Vieles, was mein Vater noch machen wollte, habe ich umgesetzt. Und das war sicher meine Aufgabe. Es kann sein, dass du in deinem Seelenplan sagst, das und das möchte ich erleben. Ich habe Angehörige, Leute, die mir nahe gestanden sind oder was auch immer, vielleicht in einem Vorleben verloren durch eine bestimmte Krankheit, durch ein bestimmtes Ereignis oder was auch immer. Und ich will das in diesem Leben durchleben. Ich will es verstehen, ich will es begreifen. Und aus diesem Grund suchen wir uns unser Umfeld aus. Wir suchen uns, wie gesagt, unsere Eltern aus, unsere Geschwister und alles zusammen. Das ganze Umfeld schlussendlich auch mit dem Beruf, mit dem Berufsleben. Alles, was später noch passiert, das ist bestimmt und das suchen wir aus. Vielleicht willst du auch in diesem Leben eine Beziehung nochmal aufleben, die in einem Vorleben irgendwie tragisch geendet hat. Oder vielleicht du auch nicht so fein und sauber gewesen bist. Und das, um dein Gewissen bereinigen, um dein Gewissen weisswaschen, oder wie man das auch immer sagen will, willst du anders machen mit einer neuen Liebschaft, mit einer neuen Affäre, mit einer neuen Beziehung, mit einer neuen Ehe oder was auch immer. Vielleicht möchtest du auch in diesem Leben kinderlos sein. Das bestimmst du, bevor du auf die Welt kommst. Bestimmst du, ob du Kind willst. Du bestimmst, ob du nachkommen willst. Du bestimmst, ob du zum Beispiel auch Kind hast, wo zum Beispiel dann krank werden oder wo man vielleicht dann auch verliert. Du hast das zum Voraus ausgesucht und für das bist du gekommen, um das zu erleben, um das aufarbeiten oder zum Lernen in diesem Leben mit allem umzugehen. Wenn ich meinen Seelenplan nicht lebe, dann werde ich unglücklich, dann werde ich krank, ich kann depressiv werden, ich kann antriebslos werden, ich kann den Sinn vom Leben nicht sehen oder was auch immer. Nur ist immer die Frage, was ist bestimmt und was zeigt mir das Schicksal in diesem Leben. Viele sagen auch, ja, dein Karma. Für dein Karma hast du jetzt das oder das oder jenes müssen
erleben oder du musst für etwas büssen oder du musst etwas durchleben, weil du in diesem Vorleben so und so gsi bist. Nein. Ich habe noch nie, ich sehe ja bei meinen Klienten in den Seelenplan hinein, in dem Sinn, ich sehe in dem Sinn, was sie möchten erleben, was sie möchten erfahren und vor allem eben auch, wo sind sie von ihrem Seelenplan abgewichen, wo haben sie sich verloren, wo ist vielleicht was passiert oder geschehen, wo man darf lösen, wo man darf aufarbeiten, dass es so weit gekommen ist, dass man krank geworden ist, dass man irgendwie ein Gebrechen gehabt hat, dass man psychische Probleme gehabt hat oder schlussendlich auch ein Burnout erlitten hat, weil man einfach irgendetwas nachgeeifert ist oder was auch immer. Es hat einmal jemand zu mir gesagt, es ist ja verrückt, dass die und die Person hat müssen sterben. Die Person ist gestorben mit 27 und ist doch noch viel zu jung zum Sterben und viel zu jung zum Gehen. Und da habe ich also studiert, respektive da ist etwas gekommen und habe gesagt, du, aber die Person, die hat wollen sterben mit 27, das war auf seinem Plan. Und dann studiert die Person so und sagt, oh ja, Christian, stimmt, du hast recht. Der hat immer gesagt, mit 27 stirb ich. Ja, und so war er eines Tages an einem Fest gewesen, ist die Nacht heimgelaufen im Dunkeln, an einer Hauptstrasse entlang. Ist scheinbar irgendwie in die Strasse hineingelaufen und es ist ein Auto gekommen. Und er war 27. Ich hatte mal eine Beziehung. Und die Frau hat, meine Partnerin, hat eine schwere Krankheit gehabt, respektive bekommen. Genau in dem Zeitpunkt, wo wir zusammen waren oder uns gerade frisch kennengelernt haben. Und ich wusste, dass die Frau das in dem Sinn gar nicht mehr erleben will. Dass sie die Konsequenzen, die das Leben, die Krankheit mit ihr macht oder hat schlussendlich, dass sie die gar nicht möchte leben, nicht mehr möchte leben. Sie hat sich gesagt, wenn ich keine Gebärmutter mehr habe, bin ich keine richtige Frau mehr. Und wenn ich keine richtige Frau mehr bin, dann muss ich auch sterben. Dann will ich nicht mehr da sein. Es war dann auch so. Sie hat ihren Weg dürfen gehen. Sie hat den Weg dürfen vollenden. Und ist eigentlich ihrem Seelenplan gefolgt. So hart, wie es tönt und so hart, wie es für die Angehörigen war und alles zusammen. Aber sie ist ihren Weg gegangen, der für sie bestimmt war und sie hat willen. Und das hat man müssen akzeptieren. Genauso wie ich müssen akzeptieren, dass ich sie loslassen muss und ihrem Plan und ihrem Schicksal überlassen. Seele, Kind wissen, wann sie sterben. Ich weiss, es ist immer sehr, sehr tragisch. Ich sehe das auch immer wieder da in der Praxis, wenn irgendwie jemand kommt und ein Kind verloren hat. Es ist ganz sicher ein ganz schlimmes Erlebnis, wo man niemandem wünscht. Aber eins darf man sehen. Die Seele hat das so wollen. Das war auf ihrem Plan. Auch wenn das für uns
nicht nachvollziehbar ist, wenn das für uns nicht einleuchtet, dass das so ist. Doch, es ist so. Und wenn ich mich mit diesen Kindern gearbeitet habe und wenn sie so schwer krank waren, ist mir ganz klar durchgekommen, dass es ihnen wohl ist dabei, dass es für sie so stimmt, dass es für sie der richtige Weg ist. Aber die grösste Sorge, die so ein Kind sich gemacht hat, ist nicht, dass es dann wieder gehen muss, sondern was passiert mit meinen Angehörigen? Was passiert mit meinen Eltern? Wie gehen meine Geschwister damit um? Aber das Kind selber ist in dem Sinn glücklich. Es klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so. Es ist glücklich in dieser Situation so, wie es ist. Genau dasselbe ist zum Beispiel, wenn ein Kind geistig behindert ist. Wenn ein Kind eine geistige Krankheit hat und irgendwie nicht da ist oder abwesend ist, oder wie man so schön sagt, dann nicht alles der Reihe nach hat oder was auch immer. Wenn ich mit einem so ein Kind arbeite, dann spüre ich und merke ich, für das Kind selber stimmt das. Das Kind selber realisiert ja nicht, dass es nicht so ist wie die anderen, dass es halt vielleicht geistig nicht ganz gleich ist wie die anderen, dass es autistisch ist oder was auch immer. Für das Kind selber stimmt es. Und das ist das, was die Umgebung, die Angehörigen, die Eltern, die Geschwister in dem Sinn darf wissen und darf annehmen, dass das Kind selber so hat wollen. Auch wenn man es uns nicht wünscht. Aber es ist die Erfüllung des Kindes. Ich sehe ganz viele Schicksale, schwere Schicksale, tagtäglich in meiner Praxis. Aber ich sehe in die Seele hinein und ich weiß, ob das für die Seele so stimmt, wie es gerade ist oder wie es passiert. Und so, aus dem Grund, kann ich auch mit all diesen ganzen Schicksalen, eben sei das ein kleines Kind oder eine erwachsene Person oder was auch immer, kann ich auch mit dem umgehen, weil ich weiß, für die Seele stimmt das so. Logisch, man darf das natürlich nicht immer auch sagen. Man muss auch eine gewisse, wie soll ich sagen, man muss sich auch dementsprechend können verhalten. Und man sagt auch nicht immer alles. Ich sage lange nicht alles, wenn man mich fragt. Darum ist es auch für mich einfach, weil ich in der Regel ja bei Behandlungen oder mit den Klienten nicht reden oder höchstens pushen oder etwas auf den Weg geben, das ihnen effektiv hilft, mit einem einfachen Satz oder mit einem ganz kurzen Gespräch. Kann ich meinen Seelenplan ändern? Ja. Jeder Mensch kann seinen Seelenplan ändern, wenn er eben, wie gesagt, auf Abwägen gekommen ist. Wenn er auch vielleicht merkt, dass irgendwie etwas schief gelaufen ist, dass er einen Unfall gehabt hat, dass er einen Job verloren hat, dass er krank geworden ist oder was auch immer, oder sonst einfach irgendein Schicksal in seinem Leben gehabt hat und das schlussendlich auslöst, dass er sein Leben umkrempelt, auf Deutsch gesagt, auf den Grind stellt und von vorne anfängt oder in eine ganz andere Richtung geht. Ich habe in meinem Leben x sättige Einschnitte gehabt. Ich war mit Leib und Seele Automechaniker. Ich habe das mit Leib und Seele gelernt.
3 Monate nach der Ausbildung, nach der Stiftung, hatte ich einen schweren Töpfenfall, wo ich 100 Meter durch die Luft geflogen bin. Ich hatte auch ein Nahtoderlebnis und alles. Ich habe mein ganzes Leben vor mir gesehen, in einer kurzen Zeit von wenigen Sekunden. Und ich habe schlussendlich gewusst, so, ich stehe jetzt auf und jetzt geht es weiter und es geht anders weiter, als es bis jetzt je war. Ich bin dann aufgestanden nach dem Unfall. Ich habe gesagt, so, und jetzt gehe ich jetzt hier wieder den Hocker auf, nach den 100 Metern, wo ich durch die Luft geflogen bin. Und habe gesagt, mein Leben kehrt sich jetzt. Klar, es war ein Herzschicksal für mich, dass ich meinen Beruf als Automechaniker nicht mehr ausüben konnte. Aber schlussendlich bin ich durch das mit jungen 23 Jahren selbstständig und Unternehmer geworden. Das war für mich eigentlich im Schicksal meine Chance, meinen Weg zu gehen. Und in meiner Selbstständigkeit konnte ich machen und tun, so wie ich wollte. Nicht so, wie man mir das vorgelebt hat. Nicht so, wie man es machen sollte, wie man es tut machen oder was auch immer. Es hat mich nicht interessiert. Ich bin auch da, wie das Leben lang vorher schon eigentlich meinen Weg gegangen. Habe auch dort rebelliert und gemacht. Und funktioniert schlussendlich auch. Aber ich habe immer alles schlussendlich dann eben anders gemacht, als man es macht oder als man es von mir erwartet hätte. Ich hatte nochmal einen Unfall später, nachdem ich halt eben sehr viel gearbeitet habe, sehr viel Gas gegeben habe und halt mich auch ein bisschen vergessen habe. Und das hat mich dann auch wieder zurückgebracht. Es war eine ähnliche Geschichte, wieder, auch wieder 100 Meter durch die Luft geflogen mit dem TÜV. Und das hat mich in dem Sinn auch wieder zu mir zurückgeführt, so hart wie es war. Ich bin meinen Weg weitergegangen. Schicksal hat dann wollen, dass man es halt einfach in der Branche, wo ich tätig war, auf Deutsch gesagt, ich mein Brot nicht mehr können verdienen konnte, weil die Branche zusammengefallen ist, wo ich nichts ändern konnte. Ich war in dem Sinn wirklich unschuldig. Ich konnte nichts machen, da hast du nur so Gas geben. Es hat sich nicht geändert, weil wenn die Ersatzteile, die ich verkauft habe und importiert habe, nicht mehr gebraucht werden, weil die Autos nicht mehr gerostet haben oder was auch immer, das war halt das Leben und das war die Situation. Durch das musste ich meine Firma schliessen. Und dann habe ich wieder von Neuem angefangen und von Null angefangen. Und halt dann auch, die einen sagen Schicksal, habe dann durch den weiteren Weg halt vielleicht auf die falschen Leute gesetzt, mein ganzes Vermögen verloren und bin schlussendlich da gestanden mit nichts. Und dann ist aber auch ein weiterer Schritt gekommen, dass ich nichts mehr hatte und aber nur noch meine Hände hatte. Und das war mein Kapital, meine Hände, die in der Zwischenzeit auch aufgegangen sind, zum Heilen, von einem Tag auf den anderen. Und dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich das mache. Das war mittlerweile vor 25 Jahren. Wie gesagt, ich habe dann alles verloren. Ich hatte nichts mehr, weder Geld, noch ein Bett, noch irgendwie sonst etwas. Aber ich war reich und hatte mein Kapital in meinen Händen. Durch das bin ich halt dort reingegangen. Eines Morgens hat es geheißen, stand auf, Christian, schreibe ein Buch. Ich habe nicht gewusst, was. Man hat mir den Titel gegeben. Man hat mir geholfen beim Schreiben.
Ich habe geschrieben, ich habe nicht gewusst, was ich schreibe. Aber schlussendlich ist das Buch ein Bestseller geworden. Es war mein Einsteiger. Heute noch, nach weit über 20 Jahren, ist das Buch heute noch ein Einsteiger für Klienten, wenn sie das Buch lesen, dass sie möchten zu mir kommen. Es war hier hart, aber es war mein Weg. Ein Weg, den ich eingeschlagen habe, schlussendlich als Therapeut, als Medium, als Heiler zu arbeiten, obwohl ich vorher knallharter Unternehmer war, Vollblutunternehmer war und mit all dem Ganzen schlichtweg nichts am Hut hatte. Ich bin den Weg gegangen und ich muss sagen, ich habe noch nie etwas Besseres gemacht und Spannendes gemacht als das, was ich heute mache, was ich seit über 20 Jahren mache und auch noch die nächsten 20 Jahre wieder mache. Also, man soll das, was man tut, was man macht, Spass und Freude nie verlieren. Verliert man Spass und Freude an dem, was man tut, in dem, was man arbeitet, in dem, was für eine Beziehung das man lebt oder was auch immer. Wenn dort etwas nicht mehr stimmt und Spass und Freude nicht mehr haben, dann müssen wir wirklich etwas ändern. Wir müssen nicht nur wählen, sondern wir dürfen es tun und wir dürfen es machen. Ich garantiere dir, es kommt nie falsch raus. Es gibt nie einen falschen Weg, es gibt nie eine falsche Entscheidung. Es gibt höchstens einmal einen Umweg, es gibt vielleicht einmal eins aufs Dach oder was auch immer, aber von dem lernen wir am meisten. Ich bin in meinem Leben immer ein riesengroßer Optimist gewesen, aber einer, der die Realität gesehen hat. Und ich bin froh, dass ich das gewesen bin und als Riesenoptimist durchs Leben gegangen bin. Ich habe letztes Mal gelesen von einer sehr bekannten Persönlichkeit, die gesagt hat, 95% meiner Bedenken, die ich je hatte, sind nie eingetreten. Also, sehen Sie positiv, egal was bei euch in eurem Leben passiert. Wenn du nicht weisst, was, wie, wo, dann bist du aufmerksam, geh in die Ruhe rein. Geh in die Ruhe rein und schau mal, was könnte mir Freude machen? Was könnte mir Spass machen? Wenn du einen Job hast, der dir nicht gefällt, dann tu mit einem guten Freund oder Freundin oder was auch immer darüber diskutieren, was würde dir Spass machen, in welche Richtung möchtest du gehen, in welche Branche möchtest du gehen, welche Position möchtest du haben. Du erzählen, du reden. Und einfach dem vis-à-vis sagen, du mir sagen, wo meine Augen am meisten leuchtet, wenn ich dir etwas erzähle. Und das ist ein Signal und das ist der Weg, den du schlussendlich verfolgen darfst. Wenn du von irgendetwas entscheiden musst, für einen Job, für diesen Job, für diesen Job oder für diesen Job, oder was auch immer, dann ist es immer die erste Entscheidung. Der erste Gedanke, wenn wir jemanden treffen, eine Person, sagt das im privaten Bereich, für eine Beziehung oder was auch immer, oder als möglicher Chef oder als möglicher Arbeitskollege oder was auch immer, der erste Eindruck, den wir von einer Person haben, das, wenn die Person gerade siehst, das ist der, der gilt, und das ist das, was aus deiner Seele raus, aus deinem Empfinden, aus dem Tiefsten raus kommt. Wie man sagt, das ist aus dem Bauchgefühl raus, aus dem Bauch raus. Egal wie klein oder gross das der Bauch auch ist, es ist die richtige Entscheidung.
Es gibt es auch, dass wir aber auch gespaltene Seelen haben. Ich erlebe das viel bei Klienten, die aus zwei verschiedenen Nationen kommen, aus zwei verschiedenen Gebieten dieser Welt kommen, die irgendwie aus dem fernen Osten kommen oder aus der Region Russland oder Ungarn oder wo auch immer, kombiniert mit der Schweiz oder mit einem Europäer in dem Sinn, wo zwei verschiedene Elternteile hat, dass es teilweise Konflikt geben kann für die Bestimmung von diesen Seelen, in welche Richtung will ich jetzt gehen. Will ich jetzt mehr Europäer sein oder will ich mehr ein Thai sein oder was auch immer. Und das merkt man auch bei solchen Leuten, dass sie teilweise ja wirklich grosse Konflikte haben und ihnen eigentlich die Seelenspaltung, die zwei verschiedenen Seelen im Weg sind und nicht schlagen kommen. Und so, dass man einfach dann auch herausfinden darf und sie selber dürfen erleben und überhaupt wieder mal alles zusammen geklärt wird, die Gedanken, die ganzen Ideen, die ganzen Geschichten, die man erlebt hat, dürfen auflösen und einfach mal den Kopf reinigen, den Kopf aufräumen, dass man wieder dort herkommt, wo man es eigentlich wünschte. Mich fragen sie auch immer wieder, kannst du mein Leben ändern? Kannst du meinen Seelenplan ändern? Machst du das? Du schaust, dass ich da in die richtige Richtung komme oder was auch immer. Nein. Nein, ich mache das nicht. Es liegt nicht in meiner Wacht. Ich darf nicht sagen, das ist dein Weg, das ist dein Weg. Und ich sage das auch nie. Ich sage nie, auch wenn ich für jemanden einen Weg sehe, dann ist das der Weg, wo der Seelenplan vorgesehen hat. Aber das heisst noch lange nicht, dass die Person wirklich dann auch effektiv diesen Weg beschreitet und diesen Weg geht. Das kann ich nicht bestimmen. Was ich mache, und das ist heute der grösste Teil meiner Arbeit, dass ich hier oben das Necki, das wir haben, manchmal die sturen Grinden und die festgefahrenen Grinden, einfach mal leeren und aufräumen und entspannen, dass wir einfach wieder ganz normal können, vernünftig denken und auf unseren Weg durch das zurückkommen. Aber ich kann nicht jemanden auf den Weg bringen, mit meinem Dazutun, sondern kann ihm aufräumen, dass er seinen Weg wieder spürt, dass er seine Seele wieder spürt und den Weg schlussendlich auch gehen kann. Oder wie wenn ich mit einem Spitzensportler arbeite, hat er das Gefühl, ich kann jetzt machen, dass er mehr Leistung hat, dass er mehr Ausdauer hat oder was auch immer. Nein, das kann ich nicht. Ich arbeite mit vielen Sportlern zusammen, mit vielen Spitzensportlern zusammen, auf jeder Stufe, ob das Olympiaden sind oder ob das Fußballer sind oder ob das ein normaler Amateursportler ist oder was auch immer. Ich kann nicht ein Leistungsdoping machen in dem Sinn, aber ich kann ihm, wie gesagt, das Necki, den Grind leeren, dass er frei ist und seine Leistung, die in ihm steckt, schlussendlich auch abrufen kann. Und das ist der grösste Teil von meiner Arbeit, wenn ich mit so jemandem, mit einem Spitzensportler oder eben auch mit einem Manager, der ist nicht anders, schlussendlich arbeite. Also, Schicksal, Krankheiten, Richtungswechsel oder was auch immer, das ist dein
Richtungsänderung. Das ist deine Richtungsänderung, dass du Mut hast, ob willst oder nicht, manchmal einen anderen Weg einzuschlagen und einen anderen Weg zu gehen. Zum Schluss kam da noch so ein Spruch, wo mir erst gerade in die Hand kam, wo ihr vielleicht auch schon gehört habt. Den möchte ich euch schon vorlesen. Das Leben ist zu kurz. Brich die Regeln. Vergib schnell. Küsse langsam. Liebe wahrhaftig. Lache unkontrolliert und bereue nichts. Bereue nichts, was dir ein Lächeln geschenkt hat. Gern tun wir doch unseren Jugendstreich oder Streich, den wir auf dem Schulweg gemacht haben oder was auch immer, oder eben in einer Ausbildung, in der Lehre oder wo auch immer gemacht haben, uns zurückerinnern. Und das gibt uns ein Lächeln ins Gesicht. Und an dem soll man sich heben. In diesem Sinn, viel Spass mit eurem Seelenplan. Schönes Tagli.